Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal um den Umbau von so einem Labornetzteil, und zwar ist es ein Voltkraft Digi 35. Ich hatte vor einiger Zeit mal ein Video aufgestellt, wo ich so ein Netzgerät repariert habe. Diesmal geht es aber nicht um eine Reparatur, sondern es geht um einen Umbau. Und zwar, was mich am meisten stört bei diesen Netzgeräten, ist, dass hier das Netzkabel immer direkt eingeführt wird in das Gehäuse. Das ist also immer mit dabei am Gerät, und ich will es ersetzen hier durch so eine Kaltgerätebuchse. Das heißt, hier unten kommt dann die Sicherung rein, und hier oben möchte ich dann diese Kaltgerätebuchse anbringen, weil man dann ja den Vorteil hat, dass man nicht das Kabel immer mitschleppt, sondern man nimmt eben so ein Kaltgerätekabel und dann schließt man es an. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nun, ich muss eigentlich alles hier ausbauen. Ich muss den Trafo rausnehmen, die Elektronik, hier vorne das alles, weil es geht ja hier darum, mal ein bisschen zu feilen und zu bohren. Da fallen also Späne an, und da kann ich also hier keine Sachen drin lassen. Wenn da irgendwo noch ein Rest ist, dann gibt es einen Kurzschluss. Insofern werde ich jetzt erstmal alles hier rausnehmen, soweit es geht, und dann hier an der Seite dann so einen Durchbruch erstellen bzw. feilen. So, zunächst werde ich erstmal hier dieses Netzkabel, das provisorische, entfernen. Und dazu brauche ich hier den Schraubendreher, ziehe ich hier raus. Das ist also hier nur provisorisch. Und jetzt werde ich hier sicherlich zunächst diese Leiterplatte mal abschrauben. Die ist hier vorne dran. Da sind zwei Schrauben an der Seite. Und nochmal mit einer Unterlegscheibe, mit einer Pappscheibe. Die muss ich nachher im Behälter schön ablegen, damit die nicht verloren geht. Als nächstes werde ich hier versuchen, den Trafo zu lösen. Genau, also ich mache das mal von der Seite am besten. Irgendwie so, dass der nicht gleich runterfällt. Da brauche ich auch einen größeren Schraubendreher. Kreuzschlitz hier. Das ist ja nun alles miteinander verlötet. Man kann da also nicht irgendwas abstecken, sondern hier diese ganzen Kabel sind alle miteinander da irgendwo rangelötet, sodass ich jetzt das irgendwie alles zusammen dann da rausnehmen muss. Mal gucken, was passiert, wenn der Trafo sich löst. Dann kracht er wahrscheinlich hier runter. So, jetzt ist er hier lose. Jetzt erstmal hier die ganzen Teile in die Kiste packen. Dann können die auch nicht verloren gehen. Versuchen wir hier ein bisschen näher ran zu zoomen. So sieht das Ganze jetzt aus. Das ist jetzt also alles lose. Hier an der Seite sind ja noch Schrauben. Hier von dem Kühlkörper, die werde ich mal abschrauben. Das mache ich aber im Liegen, sonst fällt der Trafo auch hier wieder runter. Da sind jetzt zwei Transistoren auch zu sehen. Ich kippe das mal wieder hoch. Ich halte den Trafo mal fest. Die muss ich ja eventuell auch ablöten und den Kühlkörper hier rausziehen. Überlege ich jetzt, wie ich das mache. Wahrscheinlich muss ich hier mal schauen, wo die rangehen. Dann löte ich das ab. Dann nehme ich den Kühlkörper ab, und dann kann ich eventuell die ganze andere Einheit, den Rest praktisch rausnehmen. Um den Kühlkörper hier abzumachen, muss ich ja die Transistoren hier irgendwie ablöten, und die werden hier nach vorne geführt. Also es ist der schwarze und diese beiden hier. Und dann gibt es noch einen vierten,
ein viertes Kabel, das geht hier durch und geht hier vorne an die Platine, wo dieser Elko drauf ist. Das heißt, ich werde die drei hier ablöten. Dann kann ich ihn vielleicht schon ein bisschen rausziehen und dann dort unten auch noch ablöten. Und dann kann ich auch den Kühlkörper komplett abmachen. Und weil der stört natürlich nachher sehr, wenn ich dort diesen Ausbruch hier an der Seite bearbeiten will. Das heißt, ich werde den erstmal hier versuchen abzulöten, das Kabel. Da werde ich mal einen Schraubendreher nehmen, irgendeinen. Ein bisschen hebeln. Geht eigentlich ganz leicht. Ich mache das mal in die Mitte und zoome mal rein, dann sieht man das vielleicht besser. Hier auch das dritte Kabel. Ich hebel das eigentlich nur so ein bisschen an. So, jetzt sind diese drei ab. Ich habe davor Fotos gemacht auch. Das ist ganz wichtig, wenn man sowas macht. Die ziehe ich hier ruhig mal raus, weil die kommen ja sowieso raus nachher. Und jetzt ist dieses Kabel hier, was hier zum Elko vorne geht, da muss ich mal gucken, wie ich da mit dem Lötkolben rankomme. Das wird ein bisschen doof werden. Wahrscheinlich so. Ah ja, hier kann es jetzt aufklappen. Und ich muss jetzt hier genau dieses Kabel, das hier, was hier, dieses weiße hier, was hier hängt, das muss ich da unten ablöten. Ich hoffe nicht, dass da irgendwas abreißt oder so, aber bis jetzt hält es. Also ich löte das hier einfach ab. Das wird nachher auch ein Spaß, das wieder ranzulöten. Jetzt habe ich auf jeden Fall die Teile ab hier von den beiden Transistoren. Das heißt, ich kann das hier auch rausziehen, das Kabel. So, ist alles ab. Und jetzt kann ich den Kühlkörper hier abschrauben und dann ist das schon erstmal weg. Das stört hier ziemlich und würde mir nur im Weg stehen, wenn ich jetzt hier diesen Ausschnitt bearbeite. So, also das geht hier ab. Einmal. Zweimal, dreimal, viermal. So, jetzt kann ich das hier abziehen. Transistoren sind drauf, das Standard 3055. Was ich jetzt noch mache, ist, ich werde diese Schrauben hier wieder reinschrauben. Hier an die Stelle, diese kleinen. Dann weiß ich nachher, wenn ich das zusammenbaue, dass die da genau reingehören. Das ist ein kleiner Trick. Also, wenn man jetzt vielleicht nicht mehr genau weiß, oder ja, weiß, wo die Schrauben reinkommen, ist es immer ganz gut, wenn es die Möglichkeit gibt, dass man die Schrauben ohne jetzt hier den Kühlkörper in dem Fall einfach wieder anzuschrauben. Dann können die nicht verloren gehen und ich weiß, die gehören dazu, auch mit den Scheiben dazu. Jetzt ist das hier auf der Rückseite frei und ich kann dann nachher auch gut hier das alles bearbeiten. Jetzt muss das schwere Zeug hier raus, also der Trafo. Das hängt ja hier alles schon in der Luft und ist natürlich hier auch an diese Module angeschlossen und auch an die Potis. Das heißt, das ganze Zeug muss ich letztendlich auch rausnehmen. Also das sind mir zu viele Kabel, die hier dran hängen. Und das heißt, ich muss hier diese Muttern lösen, die hier dran sind. Hier diese. Und dann hoffe ich, dass ich das alles rausbekomme. So, wenn ich jetzt mal ein bisschen kippe, kann ich das vielleicht zeigen. Ich habe jetzt hier so ein Bit. Und der passt eigentlich genau, und da kann ich das einfach abdrehen hier, die Mutter. Das passt eigentlich ganz gut. Das werde ich jetzt mit allen Vieren hier machen. Auch da sind wiederum Pappscheiben drunter. Zwei Stück sogar. Das M3 sicherlich. Also wenn die verloren gehen, ist es nicht ganz so schlimm. Die anderen hier auch. Gut, ich werde es erstmal kurz machen und dann geht es weiter. So, die Muttern von diesen Modulen sind ab und ich kann jetzt hier diese Frontblende abziehen und man sieht, das
Die sind ja nun entgegengesetzt sozusagen angeschraubt. Hier sind noch so eine Abstandsteile. Die müssen natürlich dann später wieder rauf. Aber so kriege ich das hier ab und bin jetzt ganz gut guter Dinge, dass das alles gut auseinander geht. Und jetzt müsste ich mal gucken, ob ich das hier schon irgendwie rausbekomme. Aber leider ist ja unten, sind ja unten noch die Potis und die Schraubklemmen dran. Also ich werde wahrscheinlich dann doch leider da noch was ablöten müssen. Ich muss mal gucken, wie es da aussieht. Das kann ich jetzt hier so zur Seite legen. Das geht ja schon ganz gut. Ja, also die Potis werde ich wahrscheinlich alle, die werde ich leider abschrauben müssen. Das geht nicht anders. Und bei den Schraubklemmen werde ich es wahrscheinlich ablöten hier an den beiden Stellen. Das ist mir zu blöd, da das auseinander zu schrauben. So, also erstmal die Potis nochmal ab. Da ist hier so ein Deckel drauf. Den kann man dann mit einem scharfen Messer, kriegt man den ab. Also hier mit einem scharfen Messer rangehen, ein Stück und ein bisschen aufhebeln. Dann sieht man hier die beiden Schrauben lösen, dann kriegt man die Knöpfe ab und dann kommt man auch an die Halterung von den Potis ran. So, dann will ich erstmal hier die Knöpfe abschrauben. Das Interessante bei denen, man hat ja eine Grob- und Feineinstellung bei diesen Potis, also innen und außen ist jeweils jetzt ein Poti sozusagen dran. Ist also ganz intelligent gemacht oder interessant gemacht, solchen Potis, wo man praktisch, wo es ein Tandem-Poti ist, aber eigentlich ist es kein Tandem-Poti, sondern es sind zwei getrennte ja, Fein- und Grob-Einstellungen. Und ja, das ist eigentlich ganz gut so. So, auch hier gehe ich mit so einem Bitsatz rein. Allerdings ist mir das jetzt ein bisschen zu fest, sodass ich hier mal ein bisschen dran heble. So, das müsste eigentlich jetzt so schön reichen. Jetzt kriege ich es also ab, das ist den zweiten Drehknopf und hier genauso. So drehen, wenn es sehr leicht geht, kriegt man den Drehknopf ab und man sieht jetzt hier außen und dort innen. Ich zeige das gleich nochmal von nahen. Dann mache ich erstmal hier die ab. Also hier ist jetzt, hier ist jetzt das Äußere und da ist das Innere. Ne? Das sind zwei einstellbare, einzeln einstellbare Potis sozusagen. So, jetzt muss ich natürlich sehen, dass ich das hier abkriege. Achso, jetzt sehe ich gerade, da ist so ein Metallwinkel, da sind die Potis drauf und der ist wiederum von der Unterseite festgeschraubt. Das heißt, ich werde die ganze Kiste hier umdrehen und hier an der Unterseite, da sieht man die beiden Schrauben, die werde ich erstmal abschrauben und dann sind die Potis auch lose und ich kann die mit rausziehen. So. Ich halte da immer den Trafo fest, auf jeden Fall nicht, dass der irgendwo runterkracht oder irgendwas anderes noch beschädigt. Und jetzt kann man hier die Potis auch rausnehmen, die sind also lose. Ja, und der nächste oder letzte Schritt wäre jetzt sozusagen hier diese Schraubklemmen. Da kommt man unheimlich schwer ran. Ich werde mal versuchen, das hier irgendwie raus, halb rauszuhebeln, also den Trafo und das Ganze halb rauszunehmen, auf die Seite vielleicht. Und dann werde ich das dort ablöten, vorher ein paar Fotos machen, sodass ich das dann auch hier komplett alles rausbekomme. Wie man sieht, habe ich jetzt das mal zur Seite gelegt und das Interessante ist und das Gute ist, dort sind jetzt, oh jetzt muss ich erstmal gucken, wo die Kamera hier überhaupt ist. Ach Mist, also hier an den Buchsen, da kann ich auch, da sind so eine Lötfahnen dran, hier, das sieht man vielleicht gerade so, die kann ich abschrauben. Ich brauche also nichts abzulöten, das heißt, die werde ich abschrauben und dann kriege ich hier wirklich alles aus dem Gehäuse raus. Interessant wird natürlich hier nachher wieder der Zusammenbau. Da freue ich mich schon drauf. So, ich habe das also hier tatsächlich abbekommen, ohne zu löten. Und jetzt sieht man hier, ich kann das hier auseinander rupfen oder rausnehmen vorsichtig. Was jetzt noch fehlt, ist der Netzschalter.
Der hängt da unten an dem Trafo direkt dran. Hier, also dort. Dort hängt der dran und der muss natürlich auch noch irgendwie ab. Ich werde das hier mal so querlegen und dann versuche ich das da abzulöten. Die linke Seite hier, das muss ja sowieso alles raus, weil da kommt ja dann die Buchse rein. So werde ich also jetzt Schritt für Schritt nochmal den Rest hier rausnehmen. So, der Trafo bzw. der Netzschalter ist hier mit dem Trafo verbunden. Ich habe da den Schrumpfschlauch schon ein bisschen weggenommen, sodass ich das einfach nur ablöten brauche. Werde ich gleich mal machen hier. Sodass ich dann hier komplett frei bin. Vielleicht auch den Schutzleiter nochmal ablöten. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht dann in dem Moment. Dann ist wirklich das Gehäuse hier befreit von allen Dingen. Huch, ich werde mal wieder rauszoomen hier. Man sieht es jetzt hier. Und jetzt habe ich jetzt wirklich nur noch den Schutzleiter hier dran. Den mache ich aber auch ab, weil ich alles Gehäuse nachher einzeln bearbeiten muss. Das heißt, ich ziehe den hier jetzt ab. Man sieht das leider nicht so gut in der Kamera. Also hier ist jetzt der Schutzleiter dran. Den löte ich auch nochmal gleich ab. So, und jetzt ist es erstmal geschafft. Ich habe also jetzt hier die Elektronik vom Gehäuse getrennt. Ich habe also hier das Gehäuse leer. Die Elektronik werde ich erstmal jetzt sauber wegpacken. Und die kommt ja nachher wieder rein. Und dann geht es darum, hier alles auf der linken Seite hier rauszunehmen und dann hier letztendlich da so einen Ausschnitt zu feilen. So, dann will ich als erstes mal hier nochmal die Sicherung. Die muss ja auch raus, die wird ja woanders reingesetzt. Die Sicherung ablöten hier. Hier auch. Der Netzanschluss, der ist ja sowieso ab. Dann werde ich jetzt nur noch diese Lüsterklemme rausnehmen. Dann kommt das Kabel raus und dann kann ich eigentlich schon mit den mechanischen Sachen anfangen. Da unten ist noch der Schutzleiter dran. Das stört nur ein bisschen. Da werde ich einfach jetzt hier das Kabel mal abkneifen. Das muss ja sowieso neu gemacht werden. Ich ziehe das einfach mal hier raus. So. Also was mich bei diesen Einführungen auch immer stört, das sind hier wirklich diese extrem festen Zugentlastungen. Also die kriegt man weder ab. Man kriegt sie eigentlich nur ab, wenn man sie irgendwie gewaltsam richtig auseinanderdrückt fast. Dann kann man sie aber fast gar nicht mehr verwenden. Die werden so reingequetscht und das finde ich richtig nervig. Ich werde jetzt versuchen, hier mit einer großen Zange das rauszuziehen. Und wenn mir das nicht gelingt, dann, es geht ein bisschen hier in die Richtung, muss richtig drücken und in beide Richtungen, dann kriegt man es raus. So, also das ist hier diese komische Zugentlastung, die sozusagen in eine Bohrung hier genau reinpasst, also ein Ausschnitt, der sieht dann immer so aus und da wird das richtig reingequetscht und ich finde das einfach ein bisschen doof. Aber gut, jetzt ist erstmal alles raus und als nächstes werde ich den Sicherungshalter hier natürlich rausnehmen. Den Sicherungshalter, habe ich ja gesagt, den würde ich hier unten einsetzen. Da muss ich eventuell die Bohrung noch vergrößern, mal gucken. Und dann kommt da, wo jetzt der Sicherungshalter war, kommt dann hier die Kaltgerätebuchse hier irgendwie rein. Also ich werde das Loch auf jeden Fall weiterverwenden irgendwie, dass man nicht ein zusätzliches Loch da noch irgendwo hat. So, für Sicherungshalter brauchte ich hier einen 15er Maulschlüssel. Nur ein bisschen kurz lösen, dann kann man es eigentlich mit der Hand auch rausnehmen. Hier reinpasst. Nicht wirklich, aber also man sieht es hier, man geht gerade so nicht rein, sage ich mal. Also ein bisschen werde ich da ein bisschen auffeilen, mehr werde ich da gar nicht machen. Für den Sicherungshalter ist etwas größer hier die
Bohrung als da. Hier nur einen kleinen Ausschnitt noch mal mehr rausfeilen und dann war es das. So, ich brauche eigentlich hier nur ein bisschen zu feilen, also ganz wenig nur. In diesem Ausschnitt. Jetzt sind ja noch ein bisschen entgraten natürlich. Und jetzt passt hier unten der Sicherungshalter auch rein. Man sieht da die ganzen Späne, das muss nachher alles noch ausgesaugt werden. Und als nächstes werde ich mich jetzt hier um diesen Ausschnitt kümmern für die Kaltgerätebuchse, die hier reinkommen soll. Die Kaltgerätebuchse soll hier reinkommen und zunächst muss man die mal ausmessen. Die ist ungefähr 19,5 mal, ich glaube 27 so in dem Dreh, von den Abmessungen her. Das heißt, es müsste jetzt erstmal hier eingezeichnet werden und das will ich als nächstes erstmal machen. Ich habe jetzt hier grob mal eingezeichnet, wo die Buchse also hier hin soll. Das passt auch ganz gut. Man kann das mal so gegenchecken von der Länge und auch hier von der Breite einfach mal so ransetzen, dass hier die Anrisse stimmen. Es ist ja ein Stahlblechgehäuse, deswegen werde ich hier auch lauter Bohrungen dann bohren, dass ich möglichst wenig feilen muss. Und dazu habe ich mir auch hier vier Punkte mal angerissen, wo erstmal die Bohrungen kommen, also zunächst gebohrt werden und danach werde ich nach und nach kleinere Löcher bohren und das dann aussparen und am Ende nochmal grob zurecht feilen. So, die Bohrmaschine ist bereit. Ich starte einfach mal. Also man sieht auch anhand des Stahlblechs, das ist doch ziemlich heftig, deswegen nehme ich hier mal so ein Schneidöl noch, besprühe das ein bisschen und dann sollte es eigentlich auch besser gehen. Ich versuche nochmal weiter. Die eine Bohrung ist mir leider ein bisschen daneben gegangen, so ein bisschen zumindest. Das heißt, ich darf da vorne nicht zu weit raus. Insofern werde ich da nochmal vorsichtig nach anreißen oder körnen, besser gesagt, damit der Bohrer da besser auf der Seite dann dort ansetzt. So, ich habe jetzt einige Löcher hier reingebohrt und jetzt nehme ich einfach hier eine Laubsäge und säge ohne Druck. Das ist ganz wichtig, ohne Druck einfach mal hier die Löcher aus und danach werden die dann befeilt und bearbeitet. So, dann drehe ich das hier weiter um, beziehungsweise andersrum, sodass nachher dort, sodass ich da mit der Feile reingehen kann. So sieht jetzt hier der Ausschnitt aus, das ist hier der Rest. Der war hier drin und jetzt wird das alles mit einer Feile bearbeitet, dass es nachher die Buchse hier auch wirklich reinpasst. So, ich habe das jetzt schon ein bisschen befeilt. Sieht schon gar nicht so schlecht aus, es passt noch nicht ganz rein. Also hier von der Breite, da muss ich noch ein bisschen wegnehmen und dann passt das. So sieht jetzt hier dieser Ausschnitt aus und siehe da, die Kaltgerätebuchse passt. Jetzt brauche ich nur noch die Löcher hier durchzubohren auf den beiden Seiten hier und dann schraube ich die erstmal fest und dann kann ich den Rest sozusagen wieder zusammenbauen, beziehungsweise ich muss natürlich erstmal hier die ganzen Späne loswerden, das heißt richtig sauber machen, aussaugen und so weiter. So, zum Durchbohren bleibt die Buchse natürlich drin und ich gehe dann einfach mit dem Bohrer hier rein, also hier an dieser Stelle und achso, die Kamera, doch, die müsste eigentlich das mit aufnehmen. Also hier geht der Bohrer nun rein, hier, und dann sitzt das auch ganz genau und kann festgeschraubt werden.
So, durchgebohrt ist hier alles und jetzt geht es erstmal ans Saubermachen. So, das Gehäuse ist einigermaßen gereinigt und auch entgratet hier die Sachen. Ja, und jetzt geht es eigentlich wieder an den Zusammenbau. Als erstes werde ich natürlich hier die Kaltgerätbuchse wieder anschrauben. Ich habe die schon so weit vorbereitet, dass ich jetzt hier Leitung angelötet habe und auch mit Schrumpfschlauch versehen habe. Und das mache ich als erstes hier rein, also die schraube ich als erstes hier an. Und im Anschluss daran natürlich dann den Sicherungshalter. So. Und die Sicherung kommt ja zuerst. Man hat ja die Einspeisung, 230 Volt, dann kommt die Sicherung und dann kommt der Schalter, sodass ich jetzt den Braun dann hier unten an die Sicherung anlöten werde. Das werde ich als erstes machen. Also ich schraube jetzt erstmal hier die Kaltgerätebuchse fest und danach löte ich dann das an den Sicherungshalter, hier diese braune Litze. So, den Sicherungshalter und auch die Buchse habe ich hier jetzt reingeschraubt und montiert und ich habe bei den Schrauben auch ein bisschen Sicherungslack reingeträufelt und jetzt werde ich hier das hier in so einen Bogen hier an den unteren Pin vom Sicherungshalter anlöten und auf der anderen Seite hier kommt natürlich dann auch eine braune Leitung ran und auch mit Schrumpfschlauch natürlich. Ja, das ist dann jetzt der nächste Schritt. Dazu muss ich natürlich erstmal die Leitung hier ein bisschen kürzen, dass so ein kleiner Bogen hier entsteht. So in etwa, dann natürlich noch Schrumpfschlauch, den brauche ich auch noch, den muss ich noch schnell besorgen. Und dann geht es hier weiter mit dem anderen Anschluss vom Sicherungshalter. So, erstmal verzinnen hier ein bisschen. Dann kommt der Schrumpfschlauch erstmal hier rüber. Dann geht das hier ran. So, das passt schon ganz gut. Und jetzt kommt noch die andere Leitung ran. Die muss ich erstmal nochmal kurz hier abisolieren. Dann wird die auch ein bisschen verzinnt hier mit Lötzinn. Zeig das mal hier, also hier ein bisschen verzinnen und dann geht die auch hier rauf und da habe ich ja gesehen vorhin oder hat man ja vielleicht gesehen, da war über der Sicherung war ja auch dieser rote Schrumpfschlauch sozusagen und den werde ich auch wieder mit raufbringen, also den werde ich da mit rüberziehen und jetzt brauche ich erstmal noch den kleinen Schrumpfschlauch hier, den werde ich trotzdem mit drauf machen. Mit dem Heißluftföhn dann mal kurz schrumpfen. Und dann kommt der Rest da mit drauf. So sieht es jetzt aus. Also innen sind die beiden kleinen Schrumpfschläuche. Hier oben ist noch der rote, der schon ja ursprünglich war. Und ich habe jetzt hier eben die beiden Anschlüsse, die jetzt auch direkt an den Schalter gehen. Ich werde wahrscheinlich die Lüsterklemme, die jetzt hier unten drin war, wahrscheinlich nicht mehr mit reinbringen. Die wird draußen bleiben. So, die restliche Verkabelung habe ich jetzt auch schon mal vorbereitet. Und zwar immer hier den Schalter. Dort habe ich natürlich die Leitung angelötet, sodass die beiden jetzt hier zum Trafo gehen. Und beim Schutzleiter ist es so, ich habe also hier dort auch den jetzt angelötet an den Verteiler. Der kommt ja hier unten rein. So dass ich jetzt eigentlich so weit bin, dass ich wieder komplett den Rest auch zurückbauen kann oder einbauen kann. Und ja, und dann ist das eigentlich soweit dann auch erledigt mit diesem kleinen Umbauprojekt. Es müssen jetzt natürlich alle Teile wieder hier montiert werden im Gehäuse und auch der Kühlkörper. Und ich habe mich jetzt aber durchgerungen, hier den Trafo hier rauszunehmen bzw. hier die Leitung abzulöten, weil der einfach nur stört. Ich werde das ablöten, vorher natürlich Fotos machen, welche Leitung woran kommt, mit welcher Farbe. Dann werde ich das ablöten, dann werde ich erstmal die Elektronik hier einschrauben, wieder in das Gehäuse,
dann den Kühlkörper und dann am Ende den Trafo, weil der stört einfach. Das ist einfach sehr unpraktisch. Man kommt hier vorne an die, also hier an die Displays nicht ran, wenn der schon drin hängt und so weiter. Also ich werde das erstmal hier ablöten. Leider muss ich dazu sagen, weil es macht natürlich viel mehr Arbeit, aber es ist einfach besser. Der Trafo ist jetzt abgelötet hier, wie man sieht, und jetzt werde ich nach und nach hier unten anfangen, die Sachen wieder zu montieren. Und zwar die Stellen, wo ich am schlechtesten vorhin rankam, nämlich hier die Ausgangsbuchsen. Da werde ich erstmal rangehen und dann hier die beiden Potis. Das heißt, ich werde es hier mal so lose reinhängen und versuchen dann, das hier wieder vernünftig zu montieren. Als erstes hier die Buchsen. Wenn das geht, es ist echt doof, da unten ranzukommen. Mal schauen. So, mit viel Mühe habe ich jetzt hier da unten die Anschlussklemmen angeschraubt. Das ist also extrem widerlich zu machen, weil alles im Weg irgendwie ist. Und als nächstes will ich das hier mal so kippen, so ein bisschen, und versuchen jetzt hier die Potis wieder reinzusetzen. Also jeder, der das machen will, kann ich davon nur von abraten, weil alles dort im Weg ist und naja, es macht keinen wirklichen Spaß. So, jetzt habe ich hier die Potis dran. Die waren dann hier auf diesem Winkel. Von unten wird es jetzt angeschraubt. Hole ich noch die entsprechende Schraube hier. Noch kurz festziehen. Ich habe jetzt leider keinen Schraubenzieher. Hier muss ich erstmal wieder suchen. Hier ist einer. Also ich werde es erstmal nur lose so anschrauben, nicht komplett fest. Nur dass es erstmal so sitzt und dann, wenn die Drehknöpfe dann rankommen, dann ziehe ich es danach dann fest. So, als nächstes, hier ist ja dieser große Kondensator, der Elko, der Siebelko. Der wird ja hier an Trafo angeschlossen. Jetzt sehe ich auch gerade, ich weiß gar nicht mal, wie ich den anschließen soll. Ach ja, weil er wird ja hier von der Seite angeschraubt. Das heißt, ich muss den Winkel wahrscheinlich hier nochmal abschrauben hier. Also hier die Platine von diesem Winkel, da muss ich den Winkel an den Trafo anschrauben und dann am Ende die Platine hier wieder anschrauben. Aber ich will jetzt erstmal nochmal die anderen Sachen hier montieren. Das ist einmal diese Hauptplatine und natürlich die Anzeigenmodule hier. Das ist auch alles sehr, sehr krude hier eigentlich verdrahtet. Also da ist auch kein Steckverbinder oder so, den man hier lösen kann. Finde ich persönlich auch nicht schön, muss ich sagen. Also hier diesen so ein Kabelbaum, den hat man ja früher wirklich genommen, aber das ist ein ganz blöder Aufbau, in keinster Weise auch irgendwie servicefreundlich oder so. Na gut, dennoch werde ich jetzt erstmal die Displays versuchen hier wieder anzubringen. Dann den Winkel hier werde ich abmachen, an den Trafo dann anschrauben. Und dann kommt die Hauptplatine, die wird dann angeschraubt. Und dann hoffe ich trotzdem, dass es wieder zusammengebaut werden kann, richtig. So, als erstes werde ich mal hier dieses Display versuchen zu montieren. Also hier ist ja die Blende mit diesen Abstandshaltern, mit diesen Plastikteilen. Und das wird dann einfach hier nur so montiert. Da waren ja zwei Pappscheiben drunter. So. Jetzt müsste ich hier noch rangehen. So geht es nicht. Ja, da ist so ein Schraubensicherungslack auch drauf gewesen. Manchmal geht es ein bisschen schwer. Aber ich ziehe das nachher sowieso mit dem Werkzeug dann fest. So, jetzt muss ich das gucken, dass es ausgerichtet ist. Hier vorne dran ist. Okay. Beiden Pappscheiben rüber und auch hier wieder dann die Mutter. Also bei diesem Messgerät ist alles sehr friemlich, muss man sagen. Und so, jetzt passt es aber und dann kann ich das ein bisschen auch festziehen. Jetzt kommt das andere Display, genau das gleiche. Da muss ich auch erstmal hier die Blender hier vorne reinmachen. Ich werde mal hier ein bisschen rüber gehen mit der ganzen Sache. Und kurz hier rüber ein bisschen Platz machen. Dann sieht man das auch. Ich werde noch mal ein bisschen mehr reinzoomen vielleicht. Ich kann es leider kaum schräger stellen, weil sonst kann ich das selber nicht montieren.
Aber also hier ist ja die Blende, hier kommt erstmal rein. Achso, mit der Scheibe natürlich. Dann kommen diese Abstandshalter dazu. Auf beiden Seiten. Ah ja, das ist alles. Also ich muss es hier ganz hinlegen, sonst haut das nicht hin. Also nochmal die Blende. Der Sichtscheibe dazwischen, dann die Abstandshalter. Ah, das ist echt ekelhaft hier zu montieren, weil alles wirklich im Wege liegt. Aber gut, jetzt ist es mir verloren gegangen. So, ich hoffe, das hält jetzt etwas, damit ich das hier aufsetzen kann, das Display. Aber jetzt ist hier wieder irgendwas. Hakelt da? Was ist denn das jetzt bloß? Irgendwas hakt. Die eine Leitung hier, die ist alles sehr knapp bemessen, muss man sagen. Also das kann ich jetzt im Moment so nicht machen. Mist. So, ich habe jetzt irgendwie hingekriegt, dass hier das zweite Modul einigermaßen hier jetzt in der richtigen Position ist. Und jetzt hoffe ich, dass mir das nicht wieder auseinanderfällt. Und werde das also hier schnell mal vormontieren hier mit der Mutter und dann kann ich mich an diese komische Hauptplatine hier machen. So, jetzt ist erstmal vormontiert, das fällt mir also nicht mehr raus, das ist schon mal ganz gut. Jetzt muss ich die Hauptplatine hier auch schon so hinlegen, so wie sie reingehört. Okay, so müsste das eigentlich dann jetzt gehen. Also hier muss ich jetzt natürlich noch anschrauben und dann sollte es aber auch mit dem Display dann so sein, wie es sein soll. Also hier nochmal die zwei Unterlegscheiben. Jetzt geht mir der Abstandsteil schon wieder raus. Nee. Zwei Unterlegscheiben. Dann die Mutter. Gut, jetzt ist es erstmal dran. Ich ziehe das nachher gleich nochmal fest und dann passt das, denke ich mal. So, und jetzt kommt hier die Regungsplatine. Die wird hier festgeschraubt. In der Höhe. Gut, also ich werde erstmal die Displays hier festschrauben. Und dann sollte das eigentlich gleich auch passen. So, für die Muttern braucht man hier einen 5,5er. Eine 5,5er Nuss und ich mache das hier auch wirklich nur mit Hand. Also ich werde das jetzt nicht extrem festziehen, sondern einfach nur mit Hand, so dass es gut fest ist. Und das reicht ja auch in der Regel hier für so eine Anzeige. Hier ist wieder die Leiterplatte im Weg, die nervt hier einfach. So, hier. Das hat knack gemacht, weil der Abstandshalter da nicht richtig dran war, aber jetzt ist er dran. Hier auch nochmal nachziehen ein Stück. Hier braucht man auch nicht irgendwas mit einem Schraubensicherungslack zu machen, aber so haut das jetzt hin. Displays sind wieder dran. Und ja, gut, jetzt geht es mit dieser Hauptplatine hier weiter. So, die Regelungsplatine habe ich schon wieder angeschraubt, aber jetzt habe ich das Problem mit dem Trafo. Der muss hier rein und da müssen diese Leitungen hier ran. Das heißt, ich muss das hier irgendwie wieder irgendwie extrem kippen und ich habe vor allem wieder das Problem, dass hier irgendwas, ich kriege diese Platine hier nicht so raus. Das ist alles irgendwie ziemlich nervig. Aber was ich als erstes nochmal machen werde, ich werde diesen Winkel hier abschrauben und an den Trafo schrauben hier. Weil sonst bekomme ich nämlich diese Platine gar nicht mehr ran, weil da komme ich nun mal nicht ran mit dem Schraubendreher. Also ich schraube das jetzt erstmal hier ab. So. Das sind auch extrem lange Schrauben. Ich weiß gar nicht mal, warum da so lange Schrauben verwendet wurden. So, ich habe jetzt hier diesen Winkel abgeschraubt. Hier ist er. Ich habe auch wieder die Schrauben hier reingeschraubt, damit man weiß,
welche da reinkommen, welche Schrauben. Und jetzt habe ich hier den Trafo. Der Winkel kommt ja so rein, der Trafo kommt ja auch so rein, sodass ich nachher die Platine dann von der Seite auch wieder festschrauben kann. Das heißt, ich werde jetzt den Winkel hier an den Trafo wieder montieren. Und dann versuche ich hier hinten dieses Kabelzeug, was jetzt hier noch hängt, an den Trafo zu löten. Ich habe ja vorher einige Bilder gemacht, wo hier die Leitungen ran müssen. Und am besten ist es jetzt so, dass ich hier diesen Trafo so reinlege. Und dann kann ich hier dies genau anlöten. Hier an dieser Stelle dort. Hier diesen kleinen Kabelbaum. Der kommt also hier ran. Hier fängt es mit schwarz an. Hier endet es mit rot. Und danach drehe ich den dann um, sodass ich dann die beiden hier auf der anderen Seite, die kommen hier vorne ran, anlöten kann. Das heißt, ich muss diese ganze Schose dann nochmal umdrehen. Aber ich will jetzt erstmal hier diesen Kabelbaum hier vorsichtig anlöten. Und ich werde jetzt hier auf die Schrumpfschläuche, die da drauf waren, verzichten. Das ist mir ja irgendwie zu nervig, da in dem Moment die noch aufzuziehen. Und dann fange ich einfach da mal mit an. Ich fange hier auf der Seite an, ist eigentlich egal. Zuerst kommt hier der rote ran. Da brauche ich aber noch ein bisschen Lötzinn jeweils. Das heißt, ich werde nochmal hier ein bisschen verzinnen vorher. Und zwar hier die Stellen am Trafo. Nur ein bisschen, dass da ein bisschen neues Lot drauf kommt. Und hier auch nochmal. Jetzt kann ich im Prinzip hier anfangen, das vorsichtig wieder ranzulöten. Bei dem Kabelbaum ist es so, da kann man, wenn der gut liegt und gut ausgemessen wurde von den Längen her, eigentlich nichts falsch machen. Man sieht also hier, in welcher Reihenfolge das angelötet werden muss. Es geht auch hier in dem Fall nicht anders. So. Fast durch hier mit dem, den grünen hier noch. Dann kommt es der orange hier laut Plan. So, und dann kommt hier zum Schluss noch der rote. Ich weiß jetzt nicht, ob man das in der Kamera gesehen hat, weil ich mich natürlich auf das Löten hier konzentriere. Aber ich versuche das mal so zu halten, dass man es sieht. Dem roten, also hier. Sind vielleicht nicht die schönsten Lötstellen, dafür selten. So, also jetzt ist der hier wieder erstmal so dran und jetzt drehe ich den Trafo so, dass ich diese beiden hier anlöten kann. So, den Trafo habe ich jetzt gedreht, wie man sieht, und jetzt kann ich also die beiden hier anlöten. Auch wieder ein bisschen vorverzinnen, vielleicht ein bisschen mehr. Und hier ist es so, dass der graue nach außen kommt und der weiße nach innen. Und hier ist noch der Schrumpfschlauch drauf. Huch, bin ich gerade verbrannt. Dass ich den hier wieder raufziehe. Das mache ich gleich nochmal am Ende. Und hier kommt ja das Grau ran. Dann ist natürlich die Frage, ob ich nachher den Trafo wieder in die richtige Position bringen kann, aber ich denke mal schon. Ich kann den jetzt hier von oben anlöten. So muss er nachher auch rein, der Trafo. Jetzt kann ich von hier oben versuchen, den grauen dort anzulöten. Oh Mann, ey, das ist echt, kann ich keinem empfehlen nachzumachen. Macht viel Arbeit und es lohnt wahrscheinlich auch in der Regel nicht. Ich muss erstmal wieder Platz schaffen mit der Leiterplatte. So. Das müsste eigentlich
okay sein. Jetzt werde ich diese grauen kleinen Schrumpfschläuche hier noch raufziehen, drüber ziehen und dann ist es eigentlich okay. So, die kleinen Schrumpfschläuche sind hier auch wieder drauf und jetzt werde ich hier diese Platine, die hier jetzt noch hängt, die muss ja hier vorne irgendwo ran. Das heißt, ich werde hier wieder die Schrauben noch mal ablösen. Dann kommt die Platine ran, das Kabel wird hier noch angelötet und dann kommt hier im Prinzip schon der Netzanschluss und das war's. Der Trafo liegt hier schon fast in seiner richtigen Position, sodass ich jetzt hier diese Leiterplatte an das Winkelblech anschrauben kann. Da kommt man auch wirklich kaum ran, obwohl es direkt von vorne reingeführt wird, die Schraube. Und jetzt ist der Schraubenzieher noch magnetisch. So muss das jetzt aber gehen. Also hier ist jetzt das zu sehen. Hier sieht man jetzt, ist also hier die Schraube und da unten kommt ja auch noch eine rein. Und dann ist das erstmal soweit fast wieder angeschraubt. Und dann werde ich natürlich noch die Netzleitung anlöten. Ich hatte eben versucht, hier diese Leiterplatte anzuschrauben an den Trafo. Es ging nicht, weil nämlich hier diese Leitung viel zu kurz war. Die hat das Ganze nach hinten gezogen. Die habe ich jetzt erstmal hier verlängert. Und es kommt also dann hier ran im Prinzip die Leitung. Die werde ich jetzt erstmal hier anlöten. Dazu brauche ich natürlich ein bisschen Lötzinn, Lötkolben. Und dann passt das auch ein bisschen besser. Man hat da ein bisschen mehr Spiel. Und das sollte dann auch funktionieren. Hier nochmal ein bisschen Lot drauf. Das war also auch so angelötet, wie ich das jetzt hier mache. Ohne weitere Dinge. So, und jetzt kommt ja hier unten noch die Leitung ran, die vom Kühlkörper kam. Und da bin ich jetzt auch am Überlegen, ich werde also auch die Leitung, die jetzt von dem Kühlkörper kam, das war hier diese weiße, die werde ich auch verlängern. Also ich werde den Kühlkörper ranmachen, dann hier vorne in dem Bereich die Transistoren anlöten. Und diese längere Leitung, die hier nach vorne geht, werde ich verlängern, weil die war auch ziemlich kurz. Und dann habe ich kein Problem, hier vorne diese Platine hier anzuschrauben. Das war alles extrem auf Zug hier und das ist einfach ein bisschen blöd. Ja, gut, jetzt werde ich also den Kühlkörper natürlich erstmal ranschrauben. Hier, der kommt ja hier wieder so ran. Und Leitung durchziehen, hier vorne die Leitung anlöten, diese Leitung hier verlängern. Dann hier vorne anlöten an den Elko und ja, dann gibt es so Schritt für Schritt dem Ende zu. So, dazu werde ich mal noch mal ein bisschen rauszoomen, damit man das alles sieht. Die Kamera werde ich mal ein bisschen runterdrehen. Die Schrauben können ja jetzt hier erstmal wieder raus. Das heißt, ich werde das ganze Ding mal ein bisschen kippen, damit man es auch sieht. Also die Schrauben können jetzt erstmal wieder raus, die hatte ich ja drin gelassen. Dazu fehlt mir jetzt gerade ein Schraubendreher, muss ich erstmal nochmal einen wieder hier hinlegen. So, und jetzt kann ich den Kühlkörper hier wieder erstmal grob vormontieren. So, jetzt ist er mit zwei Schrauben dran. Die anderen beiden folgen natürlich jetzt sofort hier.
So, der Kühlkörper ist jetzt erstmal wieder dran. Jetzt werde ich diese drei Leitungen hier an dieser Leiterplatte hier mal anlöten. Allerdings werde ich erstmal vorher noch mal ein bisschen entlöten, dass die Bohrungen da frei werden. Dazu nehme ich hier eine Entlötpumpe. So, jetzt sind hier die Bohrungen schön frei, sodass ich jetzt hier die Leitung anlöten kann. Ich hatte mir ein Foto vorher gemacht, in welcher Reihenfolge die hier sind. Also das erste Kabel ist hier dieses schwarze. Da gehe ich auch nochmal hier rein. Also hier an dieser Stelle, ist das schwarze. Dann kommt das irgendwie mit blau. Hier das hier. Los mal rein. Aber ich löse erstmal hier an. Das geht vielleicht besser. So, schwarz ist angelötet. Das nächste ist das hier mit dem Blau oder Violett, was immer das so ist. Drück's von unten so ein bisschen hoch. So, hier auch noch ein bisschen nachlöten an der Stelle. Und dann das Gelbe, genau gelb-schwarz ist es jetzt hier. Das muss dann noch durch. Ich sehe das hier nicht so gut. Moment. Das ist auch sehr stramm hier. Das ist echt ätzend. Also, dass die das so kurz gemacht haben hier. Also, ich darf das jetzt gar nicht loslassen. So stramm ist das hier jetzt drin. Also, ich verstehe das immer nicht. Ich muss das jetzt erst hier festhalten und dann gleichzeitig hier irgendwie löten. Hoffen, dass es jetzt hält. Hält einigermaßen und jetzt auch mal ein bisschen nachlöten. So müsste es eigentlich passen. Ja, jetzt sind die drei hier wieder, wo ist die Kamera? Da. Drei wieder dran. Und jetzt werde ich, wie gesagt, das hier, das längere, werde ich noch mal verlängern. Das kommt ja wieder vorne an diese Leiterplatte, wo der Elko drauf ist hier vorne. Und das ist mir einfach hier zu knapp da unten, das ist einfach blöd. Also hier verlängere ich erstmal. So, ich habe das jetzt verlängert. Ich hatte leider keine weiße Leitung da, deswegen habe ich jetzt grau genommen. Schrumpfschlauch rüber und dann wird es wieder mit einem Lötkolben oder mit einer Heißluftpistole erstmal kurz geschrumpft. In dem Fall nehme ich einfach hier einen Lötkolben. Ein paar Mal hin und her. Und dann hält das eigentlich. Jetzt habe ich auch mehr Luft. Jetzt kann ich das wieder zurückziehen hier oder durchziehen hier durch diese ganze Kabelgewirr hier. Und dann kann ich das vorne an diese Leiterplatte auch dann ganz locker anlöten. So, also immer hier durch. Da müsste eigentlich hoffentlich noch genug Spiel sein. Hier schon nicht mehr. Doch. Das geht ja hier durch. Wir müssen den Schraubendreher hier mal führen. Die am Ende noch mal durch. Ist egal. Reicht erstmal das. Denke ich mal, ist okay, das muss ja nachher sowieso ein Stück nach unten hier, das muss nach unten fädeln. Hier drunter. So, und dann kommt es dann an die eine Stelle ran, nämlich
dort. Man sieht jetzt auch, ich habe wirklich genug Luft. Ich kann jetzt hier das ganz locker anlöten. Ja, und dann fehlt natürlich noch hier der Netzanschluss für den Trafo. Den Trafo habe ich in der Zwischenzeit auch montiert. Den habe ich jetzt zur Seite gelegt praktisch. Die Schrauben durchgesteckt und dann lose anmontiert. Also er ist noch nicht ganz fest hier. Und jetzt kann ich auch durch diese längere Leitung, die ich jetzt hier angelötet habe, natürlich diese Platine ganz locker hier vorne anschrauben. Ich drehe das mal, dann sieht man es besser. Und so kommt die heran. Dann ist hier noch eine Leitung, die geht hier an den Trafo. Und dann ist hier unten der Netzanschluss mit Schutzleiteranschluss. Und dann ist eigentlich das soweit, dass das Gerät auch dann fast fertig ist. Es fehlen noch die Drehknöpfe natürlich vorne und dann zum Schluss natürlich noch ein Funktionstest. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier wieder anschrauben, die Platine, mit diesen relativ langen Schrauben, die hier dran sind. Die eine haben wir hier. Die zweite habe ich hier oben zur Seite gelegt. Hier ist sie. Runtergefallen. So, die zweite. Gut, also die Platine ist jetzt dran. Jetzt werde ich den Trafo auch noch mal richtig festschrauben. Der bleibt ja in der Position hier an der Seite. Drehe ich einfach jetzt hier die Schrauben fest. Gut. So, ja, jetzt fehlt noch Netzanschluss, mehr ist es eigentlich nicht. Vom Schalter sind hier die beiden Leitungen sozusagen übrig. Die kommen jetzt hier an die beiden Lötanschlüsse vom Trafo und der Schutzleiter kommt ganz nach unten ran. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier den braunen versuchen anzulöten. Und natürlich dann auch später mit dem Schrumpfschlauch drüber. Kann man hier ein bisschen festlöten. Den blauen natürlich dann danach. Und den grün-gelben, da muss noch ein bisschen Lot hier hinten drauf. Ich habe das ein bisschen länger gelassen, damit man das auch ein bisschen zur Seite legen kann. Hier, das ist ganz, ganz wichtig. So. Kann man es ein bisschen zur Seite biegen und hier das Ganze auch mit den beiden Schrumpfschläuchen nochmal versehen. Und ja, dann wie gesagt nochmal mit dem Lötkolben kurz rangehen, dass es ein bisschen schrumpft wird oder mit einer. Mit dem Heißluftföhn, wobei beim Heißluftföhn ist es hier schon ein bisschen sehr kritisch. Also ich werde hier mit dem Lötkolben einfach rangehen. Gut, so sieht es jetzt aus. Und vielleicht werde ich hier noch ein bisschen einen Kabelbinder ranmachen oder so, damit es ein bisschen hält. Aber sieht erstmal soweit ganz okay aus. Ja, und jetzt kann ich eigentlich schon mal einen Funktionstest durchführen. Für den Funktionstest habe ich das Gehäuse noch nicht zugeschraubt, denn falls irgendwas ist, müsste ich das ja nochmal wieder aufschrauben. Gerät ist eingeschaltet, ich drehe mal hier hoch. Man sieht hier, die Ausgangsspannung kann man also einstellen, ja, bis 30 Volt. Also 30 Volt klappt. Dann drehe ich natürlich wieder runter und werde mal Strom messen. Und zwar hier natürlich
20 Ampere Messbereich, Strom ist runtergedreht. Wie viel Strom liefert es ungefähr? Müssten auch ungefähr so, ja, so 3 Ampere sein. Ja, nicht ganz, 2,5. Die Anzeige übrigens geht. Man sieht es hier sehr schlecht, weil es hier auch sehr stark blendet. Also die ist nicht entspiegelt oder so, aber hier zeigt er 2,6 an. 2,54, also das Gerät ist erstmal soweit in Ordnung. So, der Funktionstest ist überstanden, das Gerät ist also umgebaut und man kann nur sagen, diese Geräte, also hier diese Digi 35, sind in keinster Weise servicefreundlich, sind sehr kompliziert, sage ich mal, aufgebaut. Es gibt keine Steckverbinder, um hier irgendwelche Sachen zu lösen von den Leiterplatten, falls da mal was ist, aber es hat ja hier trotzdem geklappt. Ja, Deckel kommt natürlich jetzt noch drauf und das war es dann auch schon mal wieder. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.